Herrlich, Herr Starkenburg, sehen Sie, was für eine schöne Pracht diese Blumenwiese hergibt. Sieht schön aus, ne? So etwas gibt es auch nur in Bielefeld. Bielefeld hat auch viel Grün. Hat viel Grün und Blumen. Ja. Eine Glatze gemacht und Scheibe wird das besser aussehen mit dem Bart. Meinst du? Weil der Herr, der so ausschaut, der war aber nicht so witzig. Magst du Charlie Chaplin nachmachen? Aber Charlie Chaplin hat ihn nachgemacht. Charlie Chaplin war ein großer Komödiant. Der möchte gern Karriere als Comedian machen. Meint ihr, klappt das? Das würde ich auch sagen. Ja, ich könnte euch einen Witz erzählen, wenn ihr. Dann erzähl mal. Oh, ja, dann machen Sie mal, Schmatke. Hören Sie zu. Welches Tier hat nur eine Schamlippe? Ein halbes Hähnchen. Also ich kannte den Witz. Ich mag ja, das ist doch schon mal ganz schlecht. Hätte ich mir ganz frisch ausgedacht. Das ist aber schon mal ganz schlecht. Der ist ja schon alt. Aber einen hätte ich doch noch. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Ein was? Ein Bagger. Der Witz. Herr Schmatke, merken Sie was? Ich sehe niemanden lachen. Das ist schade. Ich habe immer gedacht, dieser Witz würde sehr gut ankommen. Könnte das sein, dass Sie sich ein bisschen viel zugemutet haben mit Ihrer Karriere da als Comedian? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Bayern nach wie vor fest, dass ich es schaffen kann, hier in Bielefeld Karriere zu machen. Herr Schmatke, dann bedanken Sie sich jetzt mal. Ganz bestimmt. Ich werde mich heute bei... Bielefeld machst du Karriere so. Muss mal ins Theater gehen so. Wenn ich mich bei der Stadt vorstellen werde und meine große Kunst vorführe, dann werde ich garantiert als Straßenkünstler hier arbeiten. Dann besuche ich irgendwann mal ein GJ4. Bielefeld der Luft. Was kann es Schöneres geben? Nicht wahr? Das gefällt Ihnen hier, ne? Hier fühle ich mich daheim. Ganz große Endlich Karriere. Wieder einmal unter Menschen. Sie fühlen sich daheim. Waren Sie denn schon mal in Bielefeld? Ich habe ja einige Zeit gelebt, ja. Wann denn? Das war vor 10 Jahren. Als was denn? Als ich noch als Versicherungsmakler für die OVB gearbeitet habe. Zusammen mit meinem Kollegen Hals ab Schneider. Kann das sein, dass Sie mich gerade belügen? Nein. Bitte? Super. Ja, dann ist los. Ja, da kann man sich die Scheibe, eine dicke Scheibe abschneiden, glaube ich. Oder 50. 15 Scheiben. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles okay? Ja, das sieht ja alles sehr lecker aus hier. Ich wollte einmal fragen, ob man vielleicht für eine kleine Darbietung ein Brötchen umsonst bekommen könnte. Für einen Witz. Der Mann möchte Karriere machen als Comedian, möchte Ihnen gerne einen Witz erzählen. Okay, darf ich Ihnen da einen Witz erzählen? Achso. Vielleicht könnten Sie beurteilen, ob das was taugt, was der Ihnen erzählt. Welches Tier hat nur eine Schamlippe? Ein halbes Hähnchen. Sehen Sie, wie gut das ankommt, Herr Starkenburg? Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Der Mann hat zumindest mal gelacht. Sehen Sie, so kann ich Erfolg haben. Haben Sie gut gemacht. Und Lohn haben Sie auch bekommen. Brötchen mit der Gabel ist. Vielen Dank. Schon habe ich einen Erfolg und bin gerade erst 10 Minuten hier. Ja, ja. So kann der Tag weitergehen. Von mir aus? Gerne. Dann wäre das auch für Sie erfolgreich. Naja. Ja.